Was geht ab, Habibis? Ich heiße euch ganz, ganz herzlich willkommen endlich wieder zu einem neuen Review, Deutsche Sprache, schwere Sprache, Bruder. Für alle, die neu auf meinem Kanal sind, herzlich willkommen. Ich bin ein einziges Chaos. Und für alle, die mich schon kennen, ihr kennt mich schon, ihr kennt das Chaos. Ich brauche mich nicht introducen. Leute, mein Lockenstab ist kaputt gegangen. Und er ist einfach kaputt gegangen im Live. Und ich habe diesen Lockenstab so geliebt, Leute. Und er ist einfach kaputt gegangen, nachdem so voll viele Leute im Live gefragt haben, so, oh mein Gott, wo ist dein Lockenstab? Und ich habe halt gesagt gehabt, also 5P oder so ist die Marke. Auf jeden Fall meinen alle so, oh mein Gott, der Lockenstab ist so gut. Und ich so, ja, der ist voll billig und voll gut dafür. Und der ist einfach kaputt gegangen. Also der Lockenstab hat mehrere Aufsätze, deswegen ist das nicht so dramatisch. Ich habe jetzt hier zum Beispiel einen neuen Aufsatz, der funktioniert wieder. Und so funktioniert mein Lockenstab auch. Aber es ist natürlich schade, dass nicht mehr alle Aufsätze funktionieren. Und da kam auch schon die Rettung. Mir wurde ein neuer Locken... Oh mein Gott, oder... Mir wurde ein neues Set. Neues Set hört sich richtig an, aber neues Lockenstab-Set hört sich falsch an. Ein neuer Set. Ein neuer Lockenstab ist richtig, aber ein neuer Lockenstab-Set hört sich auch falsch an. Oh mein Gott, Deutsch stresst mich so hart. Auf jeden Fall, Leute, ich habe ein neues Set zugeschickt bekommen. Für Locken. Und das werden wir heute zusammen auspacken und ausprobieren. Ich habe extra eine meiner längsten Wigs heute angezogen, damit wir testen können, wie das ganze Ding funktioniert. Es hat 5 Aufsätze, wie gesagt. Ich weiß nicht, wie viel mein Alter hatte, aber der hatte halt einfach verschiedene große Aufsätze. Die waren halt aber, die sahen alle so aus. Einfach so größer oder schmalere Locken. Gab es aber nicht so viele Optionen. Deswegen bin ich schon richtig gespannt, was das hier für Aufsätze sind. Erstmal natürlich vielen lieben Dank dafür, dass ihr mir diesen Lockenstab geschickt habt. Das war wirklich wie so ein Ruf. Also das war wirklich echt Schicksal. Das ist gruselig jetzt, wo ich drüber nachdenke. Aber naja. Auf jeden Fall vielen Dank für den Lockenstab. Den Link dazu findet ihr in der Infobox, wie immer. Und eventuell findet ihr auch einen Rabattcode. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, weil ihr wisst, ich bin chaotisch. Also so, ich brauche es nicht mehr erwähnen. Naja, holen wir mal raus, Leute. Die Packung ist pink. Das war schon so glücklich, wenn ich drauf gucke. Oh mein Gott, nein. Okay, der ist Macht. Der ist mächtig. Oh mein Gott, wie meine Lieblingsfarbe. So sieht die Verpackung aus, Leute. Es ist einfach wirklich meine Lieblingsfarbe. Einfach ein rosafarbener Lockenstab. Richtig, richtig schön. Die Aufsätze sind tatsächlich 1:1 wie bei meinem anderen Lockenstab. Ist jetzt aber kein großes Problem, weil, wie gesagt, meine Aufsätze haben angefangen kaputt zu gehen. Das Allergeilste, worauf ich mich am meisten freue, ist das hier, Leute. Oh mein Gott. Das Ding hier nämlich ist sowas, ein Crimper. Crimper, ich weiß nicht, wie das heißt, Leute. Ich bin euch ehrlich, ich habe keinen Plan. Aber ich habe immer voll viele Mädchen, die Wigs tragen, also Mädchen wie ich, gesehen, die das benutzen, um ihre Locken zu machen. Und das sieht halt auch voll cool aus und der macht halt so 3-4 Locken auf einmal, wenn das Sinn macht. Okay, ich habe es geschafft. So geht das Paket auf. Das Erste, was wir hier oben drauf finden, ist eine Gebrauchsanweisung. Und wie man mich kennt, ich nutze keine Gebrauchsanweisung. Ob das von Vorteil ist, ist eine andere Sache, aber ich und Gebrauchsanweisungen sind einfach keine guten Freunde. Dann sind in diesem Paket nochmal so 2 Clipper drin, um deine Haare nach hinten zu klippen. Eigentlich ganz praktisch. Dann haben wir hier, ich wollte gerade sagen, ist das eine Mütze? Ist das ein Topfgummi? Das ist ein Handschuh, so ein Hitzehandschuh, damit du dich quasi vor der Hitze schützt und dich nicht verbrennst. Nutze ich auch nie, verbrenne mich regelmäßig. Kennen wir, liegen wir. Und schlussendlich das Gerät. Das ist ehrlich 1:1 so ein Lockenstab wie meiner. Nur in rosa. Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Hier sind alle Aufsätze drin und die probieren wir jetzt aus. So, ich habe den ganzen Spaß jetzt angeschlossen und mache ihn an. Das ist auch möglich ohne Aufsatz. Jetzt suche ich mir einfach einen Aufsatz auf. Und Leute, das ist mein Highlight. Deswegen werde ich das als Letztes mit euch ausprobieren. Und fange lieber erstmal mit denen an. Ich werde aber nicht alle 4 probieren, Leute. Es ist auch eigentlich ziemlich selbsterklärend, weil die eigentlich fast gleich groß sind. Beispielsweise die beiden sind sehr, sehr ähnlich. Deswegen wird das Ergebnis auch sehr ähnlich sein. Deswegen werde ich mit euch auf jeden Fall den dünneren Stab ausprobieren. Dann können wir sehen, wie fein die feinsten Locken mit diesem Lockenstab werden. Und mit dem Stab wird es dann logischerweise etwas größere Locken als Ergebnis geben. Falls ihr noch nie so einen Lockenstab hattet mit so verschiedenen Aufsätzen, die sind mega einfach, Leute. Und zwar sind hier meistens so 2 Löcher und hier so 2 Piekser, also eigentlich wirklich wie bei einer Steckdose. Und dann fühlst du dich einfach durch und guckst, wie das passt und machst Klick. Ups, das hat sich jetzt nicht so gut angehört, war das? Nee, das hat sich scheiße, sich gemacht. So, Leute, ich habe es geschafft. Das Ding ist drin. Das erkennt man eigentlich auch ziemlich gut hier an den Rändern. Wenn es richtig drin sitzt, dann sollte es so aussehen. Und ja. Und jetzt heißt es nur noch warten, bis der ganze Spaß heiß genug ist, um damit Locke zu zaubern. Ich bin richtig aufgeregt, Leute, weil mein alter Lockenstab hatte nicht so ein dünnes Stäbchen. Dementsprechend konnte ich nie so dünne Locken machen. Und an sich benutze ich solche Lockenstäbe auch, Leute, immer um meine Hairline so runter zu glätten. Oh, das Ding ist schon heiß, Leute. Kurzer Lifehack, das solltet ihr aber eigentlich auch aus meinen Wig-Videos kennen, falls ihr die schon geguckt habt. Und zwar drücke ich so immer meinen Ansatz runter, weil Perücken einfach mega unecht aussehen, wenn die so sitzen. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen immer schön alles so runter drücken, bauschen, damit das alles aussieht, als würde es aus deinem Kopf kommen. Okay, ich würde sagen, Leute, ich bin richtig aufgeregt. Ich weiß gar nicht, warum ich so aufgeregt bin wegen dem Lockenstab, aber egal. So, ich nehme einfach die vorderste Strähne und dann wickeln wir den Spaß einfach mal drum. Ich mache da jetzt auch keine große Politik draus, Leute. Ich nehme einfach den Lockenstab, so. Und dann wickel ich meine Haarchen so drumrum. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Nee, seht ihr nicht, ne? Auf jeden Fall, Leute, die Haare dampfen. Das ist immer kein gutes Zeichen. Für mich ist es aber eigentlich immer ein gutes Zeichen, weil wenn die Haare dampfen, dann heißt das für mich, dass der Lockenstab auf jeden Fall effizient funktioniert. Jetzt zähle ich einmal so von 10 runter.
So, ohne Schummeln gucken wir jetzt, wie die Haare nach 10 Sekunden aussehen. Ich bin schon richtig gespannt. Wow, was redest du? Was redest du? Der Scheiß ist ja noch heftiger als mein alter Lockenstab. Okay, das ist ehrlich crazy, Leute. Ich habe nicht mal Haarspray benutzt. Ich habe nichts benutzt gerade für diese Locke. Wow, was redest du? Also Leute, ich glaube, das Ergebnis spricht für sich selbst. Ich glaube, ich brauche nichts sagen. Und das waren einfach wirklich 10 Sekunden gerade. Ich bin schockt, Digga. Ich glaube, das liegt daran, dass ich gerade auf Stufe 2 bin und das extrem heiß ist. Aber trotzdem, Leute, mein alter Longshop hat ja auch 2 Stufen und den fandet ihr schon heftig, aber der ist noch viel crazier. Und guck mal, ich gehe sogar extra so durch die Haare und mache die Locken quasi kaputt. Guck mal, ich ziehe einmal alles lang, um zu gucken, wie sehr die Locken denn halten. Und sie bouncen instant zurück. Leute, der Lockenstab ist es. Okay, Leute, dieser Lockenstab, ich bin... wirklich, danke Gott, dass das schicksalsmäßig, dass ich einfach kontaktiert wurde, als mein alter Longshop kaputt gegangen ist, dass ich eine meiner Lieblingsfarben bekommen habe, dass er so perfekt funktioniert, dass er ohne Haarspray funktioniert, dass alles einfach so Baba ist. Der ein oder andere denkt von euch bestimmt, ich übertreibe, aber ich bin immer sehr dankbar für so Kleinigkeiten. Also sowas macht mich einfach extrem glücklich, so what the fuck. Warum bist du so gut? So Leute, ich kriege den Stab gerade nicht ab, was ein Problem ist, weil ich habe keine Ahnung, wie der abgeht. Ich habe sogar gerade in die Gebrauchsanweisung geguckt, Leute, das erste Mal in 100 Jahren. Und da steht, dass ich es genauso machen soll, wie ich es schon gemacht habe. Genau deswegen lese ich diese Dinger nicht. Naja, was mich schon immer, also ich habe mich schon immer gefragt, funktionieren diese Scheißteile überhaupt? Und scheinbar funktionieren sie. Ich kann es anfassen, also ich spüre die Wärme, es verbrennt mich aber nicht. Und das finde ich richtig irritierend, weil ich habe schon voll oft diese Handschuhe mit Lockenstäben zugeschickt bekommen. Oder mit Glätteisen, was auch immer. Und das sieht für mich aus wie normaler Stoff. Wie funktioniert der Scheiß? Naja, hier ist ein Entriegelungsknopf. Auf den soll man drücken. Und dann soll ich dieses Ding einfach rausziehen. Und es funktioniert nicht. Digga, oh mein Gott, Bro, bitte mach jetzt nicht so kopfig. Okay, Leute, ich habe keine Ahnung, was das für ein Mechanismus ist. Aber ich saß hier gerade ernsthaft 20 Minuten und habe versucht, dieses Ding rauszubekommen. Und es war anstrengend. Also auf jeden Fall ist hier so ein Entsicherungsknopf. Und wenn man den hochdrückt, sollte das eigentlich einfach rauskommen. Zumindest ist bei meinem anderen Lockenstab voll easy. Hier einmal zum Vergleich. Ich drücke einfach auf den Knopf, der ist hier an der Seite. Und ich kann ihn mit 2 Fingern rausziehen, Leute. Und bei diesem Ding muss ich da gerade so reißen wie eine Verrückte. Und es war auch voll schwer, weil das Ding voll dünn war. Aber ich habe es rausbekommen. Und ja, hoffen wir, dass es beim nächsten Aufsatz einfacher ist. Hier haben wir wieder 2 sehr ähnliche Aufsätze. Einmal den dünneren, einmal den dickeren. Und ich werde jetzt wieder den dünneren benutzen. Und dann könnt ihr euch quasi einfach wieder mit dem Auge denken, wie es mit dem dickeren Stab aussehen würde. Es ist auch eigentlich nicht so ein großer Größenunterschied. Deswegen wird sich ziemlich ähnlich sein. So, setzen wir das Ding einmal auf. Ja, ich hoffe, ich mache das richtig, ne? Weil es fühlt sich alles nicht so ganz richtig an. Und es geht eigentlich auch ziemlich schnell. Da erkennt man dann, hier rastet es zum Beispiel ein. Und dann drückst du nur noch und dann macht es quasi 2-mal Klick. Genau so. So, Leute, seid ihr ready? Ich bin nämlich richtig aufgeregt. Wir nehmen hier wieder eine Teststrähne. So, und wickeln den ganzen Spaß um den Stab. So, 10 Sekunden sind um. Ich fühle mich immer ziemlich gestört, wenn ich so runterzähle. Aber lass uns mal schauen. Okay, okay. Also ich denke, den Unterschied in den Locken kann man unschwer erkennen, den erkennt man sofort. Und ich bin eher ein Fan von solchen Locken, die machen mir auch extrem oft in die Spitzen. Deswegen richtig geil, dass ich den als erstes ausprobiert habe, weil dann weiß ich direkt, dass das die perfekte Locke für mich ist und nicht der größere Stab. Aber jetzt ist halt noch die Frage, wie lange hält das, wenn ich einmal so durchgehe. Deswegen machen wir das auch. Und auch diese Strähne habe ich nicht mit Haarspray gemacht, wie ihr gesehen könnt. Und Leute, der Scheiß hält. Oh mein Gott, das ist ja wirklich gestört, weil wenn man bei meinem alten Lockenstab nicht mit Haarspray arbeitet und das halt nicht festhält, alles einmal so zusammendrückt, dann geht die Locke kaputt und hier geht gar nichts kaputt. What the fuck? Ich gehe gerade zum 10. Mal durch und die geht nicht kaputt, die Locke. Crazy. Also ich muss sagen, ich würde diesem Lockenstab ohne weiteres eine 10 von 10 geben, wenn das Abmontieren der Spitzen leichter wäre. Deswegen kriegt sie eine 9 von 10, aber der ist ehrlich crazy. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass er neu ist, aber... auch die Hitze, die ihr ausschaut, ist voll ungesund, dass ich das an meinem Gesicht ausprobiere. Leute, bitte nehmt mich nicht als Vorbild. In so gar nichts. Ich bin kein Vorbild, okay? Boah, das fühlt sich richtig geil an. Scheiße. Ahnt ihr nicht, wenn die so im Flughafen, die ich so mit solchen Sachen scannen, so fühlt sich das für mich an. Vor allem, boah, das wäre voll geil, wenn man im Flughafen so Wärme noch spürt, so den Laser. Okay, stopp, genug. Auf jeden Fall, Leute, wir probieren jetzt den letzten Aufsatz. Dafür muss ich den erstmal abbekommen. Extrem schwer, weil der Scheiß ist heiß. Also warte jetzt nochmal 10 Minuten, bis das abkühlt. Oder nee, wisst ihr was? Mir ist aufgefallen, 2. Test. Ich werde jetzt probieren, weil das Ding, ich glaube das nicht. Nee, das wird schon ziemlich heiß, du. Das ist nicht hitzebeständig. Also warum schickt ihr sowas? Stellt euch vor, jemand ist so ein richtiger Dummy und macht das so direkt. Wisst ihr, was ich meine? Oh, vielleicht ist es auch nur, um es zu präventieren. Weißt du, weil so kann ich ja noch 1-2 Sekunden anfassen, ohne dass ich verbrenne. Aber mit meiner Haut würde ich halt direkt verbrennen. Ich glaube, das Ding ist gar nicht dafür da, dass man keine Hitze spürt, sondern dass es halt einfach langsamer ist. So, der Hitze-Dings. Ich weiß nicht, Leute. Ich dachte halt, die sind so komplett hitzeresistent, sind sie nicht. Man spürt auf jeden Fall die Wärme. Oh mein Gott, das ist so geil.
Okay, Leute, ich glaube, ich habe vorhin gehangen, weil eigentlich ist es doch gar nicht so schwer. Also du machst einfach hoch und dann ziehst du. Woohoo! Finally, Digga. So, und als finaler Aufsatz, last but not least, sagt man ja so schön, dieser Aufsatz. Ich habe keine Ahnung, wie der funktioniert, Leute. Ich bin ehrlich lost ein bisschen. What the fuck? Also als erstes setzen wir unseren Aufsatz auch wieder per Doppelklick auf und machen den Curler an. Ich bin euch ehrlich, ich weiß nicht genau, was für eine Funktion das Ding hier haben kann, aber ich habe verstanden, guck mal, hier ist so ein Knopf und da tust du einfach deine Haare rein. Das heißt, wir müssen dieses Mal nicht unsere Haare drum wickeln, sondern er macht das quasi selber und der lockt auch viel mehr Haare auf einmal. Deswegen finde ich diesen Aufsatz so geil. Und jetzt versuche ich halt nur noch zu verstehen, wofür dieses Teil ist. Ist das so ein Sicherheit? Was soll denn das? Okay, Leute, das Ding ist jetzt heiß geworden. Es ist ziemlich heiß geworden. Ich kann wieder den hier machen. Und Leute, ich bin so aufgeregt, ne? Oh, wow. Übrigens bin ich parallel gerade live, das seht ihr aber nicht. Deswegen, was geht an alle, die in meinem Live gerade sind? Ich kann eure Kommentare, ich kann nichts sehen, weil jetzt bin ich ehrlich zu weit weg. Aber Leute, ich kann euch das ja mal zeigen. So, wir nehmen jetzt diesen Cramper. Leute, ich bin so aufgeregt. Okay, und dann machen wir einfach den. Ich glaube, da stand dann, dass man halt, wir warten jetzt einfach wieder 10 Sekunden wie bei den anderen Locken und dann gehen wir einfach weiter runter. Jetzt fühlt sich so an, als sollte ich mal ein bisschen weiter runter gehen und deswegen machen wir das. Aber Leute, das fühlt sich irgendwie nicht richtig, also irgendwie, ich weiß nicht. So, dann gehen wir nochmal weiter runter. Oh Leute, es klappt. Seht ihr das? So, Leute, ich bin schon so aufgeregt auf das Ergebnis. Und gucken, wie das Ganze aussieht, finally. Aber irgendwie, ich glaube, ich mache das falsch. Oh nein, Leute! So, hier haben wir nochmal alle drei Texturen. Ich hoffe, man kann es erkennen. Das ist Nummer 3. Ich habe Nummer 3 auch einmal auseinandergezogen, damit ihr es so als einzelne Locke seht. Das ist quasi einfach so ein Hin und Her, so ein ganz lockeres S. Und das sieht man halt auch schon oben im Ansatz direkt, dass es so gecurlt ist quasi. Dann haben wir Nummer 2. Hier, finde ich, kann man ganz gut den Unterschied erkennen. Hier sieht man nämlich schon die Wellen, also von Nummer 3. Bei Nummer 2 sieht man keine Wellen, außer dort, wo wir den Lockenstab auch angewandt haben, und zwar weiter unten. Und da sehen die Locken jetzt so aus. Man sieht auf jeden Fall, dass die Locken ein bisschen rausgehen, also ein bisschen lockerer werden. Das ist aber total verständlich, vor allem bei so einem großen Lockenstab. Und dann haben wir unsere erste Locke, die ist auch nicht so weit aufgegangen oder hat sich gelöst, weil das halt einfach eine viel feinere Locke ist. Insgesamt finde ich den Lockenstab einfach todeseffizient und dafür, dass ich ihn immer nur so 3-4 Minuten warm gemacht habe und auch immer nur 10 Sekunden auf dem Haar gelassen habe. Leute, ich bin immer noch schockiert über diese erste Locke. Ich glaube, die kann man so in den Weltkrieg schicken und die kommt so zurück. So, what the fuck? Nicht mal ein bisschen Haarspray? Insgesamt muss ich sagen, hat dieses Gerät mich wirklich positiv überrascht, weil wie gesagt, Amazon-Produkte sind meistens immer günstig, sind aber dann nicht so heftig für ihren Preis. Und das Ding hat es einfach drauf. Ich denke auch nicht, dass ich noch irgendwie weiter was zu diesem Lockenstab erklären muss, weil wir es ja gerade alle zusammen gemacht haben. Deswegen habt ihr ja eigentlich alle gesehen, wie ich es gemacht habe. Ich hoffe natürlich wie immer, dass das Video euch gefallen hat. Falls ihr andere Produkte habt, von denen ihr möchtet, dass ich die mal ausprobiere, dann kommentiert das auf jeden Fall unten. Kommentiert auch unbedingt, welches der drei Locken, also welchen Stab ihr am frischesten fandet. Den ersten, den zweiten oder den dritten. Ich habe auch gerade in meinem Livestream gefragt. Und die meisten meinen halt, 2 ist am coolsten. Also so eine Locke. Und da kann ich eigentlich nur zustimmen. Das ist halt diese Locke, die ich immer alltäglich trage. So diese große Welle. Aber ich muss sagen, also 1 ist halt etwas, was ich nicht im Alltag tragen würde. Zumindest nicht oft. Ich finde es aber richtig, richtig beeindruckend, wie das hält. Schreibt ihr mal euren Favorite rein. Wie gesagt, den Link zu diesem Lockenstab oder zu dem Produkt, zu diesem Set, findet ihr wie immer in der Infobox. Kommentiert auf jeden Fall, was ihr als nächstes Video sehen wollt, unabhängig davon jetzt, welches Produkt ihr ausprobiert haben wollt. Vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, mir auf Insta, Snapchat, TikTok und YouTube zu folgen, falls ihr das nicht sowieso schon gemacht habt, was ich hoffe. Und ansonsten wünsche ich euch einen wundervollen Tag, passt auf euch auf, wollt keine Scheiße und bis bald.